Oh, ich bin Bounty Hunter. Ja? Das heißt, es wird reingeschnetzelt. Schade. Alarm! Wait, ist Kala. Leiter Kala? Ja, Katze ist wieder tot. Nee, aber ja, das auch, aber vor allen Dingen innerhalb der letzten zwei Sekunden. Katze hat ein First Kill Shit, also muss das Lover gewesen sein. Ja. Hat der First Kill Shit? Oh. Er hat ein First Kill, ja. Es muss Lover gewesen sein, der hat ein First Kill Shit. Okay. Ja, letzte Runde müssen wir beide gestorben. Stimmt, ja, letzte Runde sind beide erst gestorben. Wen hast du reported, Vlesk? Tun. Weil ich wollte gerade sagen, Katze liegt über Storage, der ist gerade an mir umgefallen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der nicht auf mich geschossen hat, weil der Abstand schon relativ groß war, aber Easing plus Katze. Achso, ja, sein, okay, könnte auch sein, ja. Könnte auch noch sein. Easing plus Katze. Easing plus Katze gleich Sheriff. Ja, wir waren in wir waren im Electrical-Kasten und haben beides Licht gefixt. Und während wir das Licht gefixt haben, wurde unter Electrical eine Bombe gelegt und die Tür ging zu. Und ich habe es noch rausgeschafft, glaube ich, aber tun halt nicht. Bombe nicht, Terste nicht, Sayana. Nicht die auch nicht normalerweise. Dann ist Thun an der Bombe gestorben und Katze der als Lover mit, ne? Maybe. Die beiden waren keine Lover. Snaggy ist mein Lover. Aber Katze hat First Killshield. Was hat er denn? Was wollte er auch, will ich wissen? Wer kann denn Bomber sein? Zähl mal auf. Bomber. Keine Ahnung, ich habe Claire noch gesehen, glaube ich, gerade eben am Ende. Aber der kann halt einfach oben reingewendet sein. Ich weiß nicht, wo der reingelaufen ist. War aber das diese Smaggy-Bombe? Weil da habe ich letztens so ein Reel gesehen. Nee, nee. Ja, die lag. Die lag Smaggy, ich habe es nicht mehr genau gesehen. Ich habe einfach versucht rauszulaufen. Smaggy, die lag wahrscheinlich unter dem Electrical-Kasten. Aber guck mal, Claire sagt eigentlich immer so Bomber und so Zeugs und jetzt sagt er gar nichts dazu. Ja, weil er mute. Ach, ich war muted. Ah, okay. Übrigens, wir haben heute noch gar nicht den Sound. Doch, hab ich direkt noch Anfang gemacht. Riesenkoch. Sensual. Sensual. Wurschtleif. Man kann euch auch sagen, was man will. Da wohnt trotzdem jemand drauf. Haben die einfach die Bombe gefressen? Unglaublich. Unglaublich. Ich wäre aufgepasst, hätte er auch gesehen, dass ich gar nicht in Report Range war, aber das kann fairerweise. Kann man das dann immer nicht so genau einschätzen, glaube ich. Okay, Dasher ist unten irgendwo im Office. Ich sperre mich mal hier selber ein und sperre ungefähr alles ein. Und mach jetzt langsam das Licht aus. Ne? Wende hier rein und guck mal, ob ich ihn finde. Okay, ist das Beste, man anscheinend. Aber er ist von unten reingelaufen, sprich, er kommt oben wieder raus. Sehr wahrscheinlich. Und schon Report, RIP. V hat mich reingebissen, aber ich bin nicht gestorben, weil Meeting. Bomba! Ja, Knecht hier liegt. Gibt es kein gutes Gameplay. Niemals! Gut. Knechti liegt tatsächlich, wenn man aus O-Tuten rausläuft, Richtung Webness. Ich hoffe, man hört meinen Magen nicht knurren. Sorry, wo? Richtung wenn man O2 rausläuft und Richtung Webness kommt. Aber waren die jetzt Lover oder? Also über der Flak. Also Geisty war gerade mit mir im Lab. Mhm. Mit mir im Lab. Faro war bei mir unten in O2. Der könnte theoretisch was gewesen sein, aber ich glaube nicht, weil ich meine, wir wären in O2 eingesperrt gewesen. Aber trotzdem würde ich nee, waren wir nicht. Wer war die Person in Specimen gerade? Der Schar. Okay. Ich jetzt vor Elektrikern, da verschlossene Tür und so. Okay. Streak, Legende, danke für die 38. Geile Rolle, Leute. Die Frühlingsrolle. Security Guard. Welche hast du denn, Terste? Sag ich nicht, aber ich hab, also ich glaube, ich muss gucken, ob ich noch einen Modifier gleich hab. Chameleon Witch. Iras Licht auch machen. Noch nee, ne? Warum das war ein Security Guard. Ich gehst ihn einfach aus, obwohl er sagt, er hat eine gute Rolle. Und da war es. Hier gibt es kein gutes Gameplay.
Niemals! Riesenkock. Wissen wir, wie alt die Leiche ist? Riesenkock. Boah. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Knecht irgendwas über 30, Smeggy über 50. So alt ist Smeggy jetzt auch nicht. Smeggy ist nicht so alt. Das kommt ganz gut hin. 40, oder? Unmutet sich gleich, passt auf. Maul! Ich wollte gerade sagen, er sagt gleich Maul! Maul! Nur länger dann will wie den Bad. Ah, kein Plan. Es gibt glaube ich nicht. Warum sollte ich denn da unten töten, wenn du da bist und ich da loslaufe? Das wäre doch blöd. Ja, bei Lights Out, du weißt. Ich soll ja Medium gucken. Ich hab zum 7. Mal Sunglasses. Ich hab jede Runde Sunglasses. Sunglasses? Ich hab jede Runde Anti-TP. Du bist tot. Ja, jetzt muss ich halt einfach reinbrezeln, aber richtig hart. Na, mal schauen, wie wir das jetzt spielen. Ich muss, glaube ich, 4 Leute töten oder so. Oder 5 sogar, in einer Runde. Ich müsste jetzt eigentlich von Bounty zu Bounty hüpfen, im Endeffekt. Er ist hier oben. Er ist hier oben. Oh, ist sogar noch jemand gestorben. Sprich, ich bin nicht alleine, immerhin. Glaubst du, wenn du da stehen bleibst, dass ich dich da nicht sehe, Stubi? Ich hab's versucht. Hä, was? Das war so weiß, hab gedacht, vielleicht verschwindet das Bananengelb von mir. Ja, Claire läuft aus Weapons raus, ich bin Weapons drin, Stugi kommt Weapons rein und Claire ist tot vor Weapons. Hm, da könntest du nur gewesen sein. Ich glaube nicht, Stugi. Ich glaube nicht, oder? Nee, Stugi war's nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht, also... Ich würde ja Faro mal in den Sass werfen, aber der war da ja, nicht. Auch dort. Ich glaube auch, dass es Faro ist. Nee, ich war, würde Fless Zayana rausnehmen für den Kill. Okay, ja, danke, Faro. Fless Geistschrein nimmt uns alle. Wir waren noch beide gerade eben im Electrical, wo der Fless gekommen ist. Zu viert waren wir oben, zu viert. Ja, und Geist, die war auch da in den Camps. Ne? Also. Ja, dann ist es schön. Was für Camps? Also, ja, was für Camps? Stugi war bei mir, der ist safe. Ja, ich glaube, Claire hat auf mich geschossen. Ach so. Aber Stugi. Genau. Oder wie mit dem Bait schon wieder. Nein, es war ein VIP-Dasher. Okay. Soll der Troll. Ja, stimmt. Dasher? Ich hab drauf gewartet, ja. Hast du eine andere Rolle wie in der ersten Runde? Nein. Du votest hier oder gehst hier niemanden, Sayana. Bleib brav. Oder? Ey, ich mach nix, aber ich check. Nein, ich hab immer noch die Rolle, womit ich gestartet bin. Okay. Ich auch. Wenn das hilft. Ich auch, wenn das hilft. Ich auch, wenn das hilft. Und da bin ich mit der Rolle. Bin ich nicht. Geist, wen hast du gestartet? Ja, mich haben sie alle gewotet. Ich wollte gerade sagen, ja, so, wir waren zu viert in Electrical, als der Flash war. Ich weiß gar nicht, ob ich als Medium gestartet bin. Ich versuche nur was rauszufinden, was ich gerade nicht nachvollziehen kann. Okay. Nee, ich bin mit der Rolle gestartet. Ich nicht. Ich bin mit einer anderen Rolle gestartet. Ja, sie outcallt sich ja nicht, weil sie ja keine Rolle callt. Das schlecht. Ja. Oh Gott, was? Ich krieg ein Wort? Lass gerade dein Wort nicht zurückbekommen. Ja, weil ich geskippt habe von Anfang an. Ja. Scheiße. Stugi wollte mich noch verkaufen am Ende. Okay. Sagt, müssen jetzt halt ordentlich durchrasieren. Diana traut sich nicht mehr, die fand das sass wahrscheinlich. Ist sie woanders hingelaufen, Krise. Mann, ich krieg die Leute einfach nicht an die Angel. Wo ist Diana hin? Nein, jetzt bin ich sogar noch handcuffed, ich krieg zu viel.
Und jetzt muss ich Geist hier erwischen. Ey, Krise, Krise, Krise. Wo ist der nächste Kill? Hier oben im Electrical Koffer. Alles zu, alles zu. Ich brauch Faro. Ah, ich krieg das Licht nicht mehr aus. Jetzt haben wir noch einen Button. Krise. Hallo. 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 Oh, Glück gehabt. Bist du Bounty Hunter Flask? Ja, wir brauchen noch nicht lange. Nee, Faro oder nicht? Nein, wir waren da. Ich hatte Anna und ich haben uns ganz das Beste gesehen, Flask. Also da kommst du nicht raus. Stimmt, ja. Da dann kommst du mich nicht raus. Ach, schade. Warum hast du mich nicht gegessen? Weil ich kein Gesser bin. Ah, scheiße. Aber du weißt, dass ich bin, oder? Nö, null Plan. Ach doch, du hast mir Handcuffs gegeben, ne? Nee. Nee? Ich ja, war Medium und du hast mich da stehen sehen. Da dachte ich dachte schon so. Ja, hab ich gar nicht drauf geachtet, weil ich ja kein Guess habe. Was hast du mein Guess? Boah, ich hab da richtig durchgeschnetzelt und dann kommt einfach der Fick-Button. Entschuldigung. Sorry. Ja. Ich sehe, dass da tot sind. Ich hatte Panik. Du hattest das Glück. Ich war gerade in meinem Hacker-Tool. Ja, ich hab gesehen, wie du Geistige getötet hast. Ja. Dann dich Katze und dann Sheriff. Vivi. Ja, ich hab, und dann wollte ich Faro, hätte ich noch wegräumen müssen, dann wäre vorbei gewesen. Gibt es ganz oft in MMOs und so, je mehr man macht, desto höher wird die Chance, dass man es irgendwann kriegt. Ist in dem Fall aber nicht so. Ja? Die Chance ist immer dieselbe, im Prinzip. Ah, ich bin Chameleon Medic. Wem gebe ich ein Schild? Ich glaube Knecht. Ja, wobei, ich geb Vivi hier mal eins. Pass mal auf, hier so, Vivi, zack. Weil warum nicht? Na? Ich schieß so oft auf Vivi, jetzt muss ich. Ich muss ja auch mal Rücken geben. Ich muss ja auch mal Rücken geben. Und ich habe selber sogar auch ein Schild. Für die erste Runde, was ganz cool ist. Aber ich weiß halt auch, dass ich einen Imposter geschildert habe. Hello there! Ich Hallo. Habe Zayana gefunden im Lab. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie tot ist. Sie liegt direkt vor dem, wo du den zweiten Teil der Weather Note machst. Also sie kann auch jetzt gerade gestorben sein, ich weiß es nicht. Zweiten Teil? Was denn die Weather Note? Naja, du machst ja erst dieses Labyrinth und dann legst du einen Schalter um im Lab. Und sie liegt direkt da, wo du den Schalter halt umlegst. Labyrinth? Genau? Dann legst du einen Schalter. Ja. Ihr müsst alle was in meiner Ruhe, oder? Meinst du die Tesla spulen? Oh, also an der Temperatur-Task, oder was? Ja. Im Lab. Ja, genau daneben, ja. Checkmate. Bin mir ziemlich sicher, das war wieder der Jojo. So ein früher Kill vom Jojo, meinst du? Also, ich würde Stuggi rausnehmen, der war nämlich gerade mit mir in Electrical. Ja, ich und auch. Ist dabei. Voll... Und ja, Knecht hier ist da vorher reingelaufen, okay. Ja, ich hab Leid gefixt und Vivi war auch dran. Ne, Smaggy war das. Ne, Vivi war dann nicht. Ne, ja, ich weiß. Ich würde tatsächlich für den Electrical-Raum nur Stuggi und Knecht und mich rausnehmen, weil bei Lights Out wissen wir nicht, woher Dasher kam, woher Terza kam. Ich war mit Stuggi bei den Kabeln. Er stand auf dem Vent und ich hab die Kabel gemacht und vorher sind wir auch gestorben. Ach, stimmt, stimmt, dann würde ich dich auf jeden Fall auch rausnehmen, Dasher. Dann... Stimmt das, Stuggi? Ja. Ja, okay, dann ist die Story komplett. Nö. Aha. Und Terce kam, glaube ich, nach dem Lightfix kam Terce in Electrical rein. Das kann sein, ja. Vivi. Also ich stand in der Trap, by the way, ne? Yes. Bist du gut? Ja. Yes. Nee. Dieses zögernde Ja. Nee. So, nein, Vivi, warum? Warum? Ich bin so fein. Ich wollte Vivi. Vivi, ich hab für dich geskippt, ne? Aber das war schon mehr als das. Sag ich dir, wie es ist, Vivi? Nein, ich schwöre. Vivi, bist du... Das war... Also manchmal muss man bei Among Us echt nur fragen, bist du böse? Und du hörst bei den Leuten richtig raus, dass sie nicht gut sind. Ne?
Oder bist du gut? Also ich, man hat bei mir voll rausgehört, dass da irgendwas nicht stimmt. Naja. 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 Kann nicht viel machen, außer Tasks. Oh. Da wurde der Tile Master ein bisschen rumgezoomt. Ich geh mal Licht fixen. Hat gerade jemand gemacht, Terse und... Junge, wer ist das denn schon wieder? Man erkennt das gar nicht. Knecht die wahrscheinlich. Und ne? Ah, sie ist gestorben. Ich habe gefunden. Wen Shoshi, ne? Nee, das ist ja aber jetzt wirklich komisch, ne? Also nee, du hast schon Shoshi gefunden. Nee, hat die Stubi verschifftet oder so? Ah ja, genau, Shoshi habe ich gefunden. Also, guck mal, die Sache ist ja die, der Time Master ging ja gerade, der Zeitmeister hat ja sein Schild aktiviert. Yeah. Der Zeitmeister. Und ja. Moment mal. War ja offensichtlich Shoshi, ne? Darf ich mal ganz kurz? Ja. Stugi hat sich doch verschifftet, ja, oder? Und er kann auch irgendwo zusammen. Ja, da waren Smaggy, Knechti, Terste, ich. Also es sind immer noch vier Leute, wo er sich hätte verschiften können. Aber es kann auch sein, dass er gefressen wurde. Ich wurde nicht geschiftet. Auf jeden Fall, die Leiche liegt im Office, in dem Raum vom im Raum von der Lifeline. Und von links wollte gerade Smaggy reinkommen. Ich bin von rechts rein, hat den Report-Button. Mhm. Von links ist auch keiner rausgelaufen, Vivi. Ja, von rechts ist auch keiner rausgelaufen. Also ich sag dir, wie es ist. Wenn du den Kill nicht gemacht hast, Vivi, dann sollte der Killer dich ganz schnell auf Jester gessen. Ja, das Ding ist, ihr werdet mich jetzt halt rausvoten für eine Aussage, wo ich halt aus Spaß so, ja, gemacht habt. Aber wenn ihr den Crewmate raushauen wollt, macht ruhig. Also nein, wir würden dich voten wegen der Aktion jetzt gerade und nicht wegen dem Jahr. Ich habe eine Leiche-Report. Ich weiß nicht, wie alt die Leiche ist. Wahrscheinlich ist da jemand einfach rausgelaufen. 3 Sekunden jetzt. So alt kann es nicht sein. Das ist ja das ist schon so 6, 7, 8 Sekunden. Weil sie Leichen-Report für den Mage saßen, wenn wir den schon hochgeschoben haben. Hä, aber darum geht's doch gar nicht, Vivi. Der Killer ist nicht links rausgelaufen, Vivi. Der muss an dir vorbeigelaufen sein. Ja, außer du warst der Killer, Smaggy. Terste und lässt es noch aus für den Kill. Also ich bin fein, ich habe nicht gelogen. Also, Vivi, ich skipp, lass doch mal skippen. Komm, wir skippen noch einmal. Und dreht wieder um. Einmal noch, Vivi. Vivi, ich habe jetzt noch mal für, Vivi, ich habe noch mal für dich geskippt jetzt. Ich auch. Okay, ich gehe jetzt einfach ins Specimen und stelle mich in eine Ecke. Ja, okay. Ab jetzt ist es Jojo. Du portest dich raus mit Jojo und killst ihn. Vivi ist tatsächlich der Jojo. Safe, safe, safe. Sie hat gesagt, sie stellt sich ein Specimen in der Ecke und ich wette, sie portet sich dazu raus oder danach raus, bringt jemanden um und steht dann wieder in der Ecke ein Specimen. 100 pro. 1000 pro. Ich habe ihre Worte gelesen. Wie ein Buch. Ihre Psyche. So, will mich jemand umbringen? Terse guckt immer, wo ich bin die ganze Zeit. Warum sehe ich die Trap hier? Hä, sieht man Traps, wenn 3 Leute drin waren? Aber erst nach dem Meeting dann, oder? Ist mir noch nie aufgefallen. Halt, stopp! Ja, Junge, gar keine Ahnung. Nein, bitte, bitte! Wollte, bitte, kannst du sagen, dass die Leiche wahrscheinlich schon da war, als ich aus Office raus bin? Bitte. Wen hat sie reported? Warum solltest du dich von einem deffen lassen? Nee, sie ist aber weil ich gerade aus Office raus bin, ich weiß nicht. Wo hast du reported? Ich habe im Raum, also über Security. Aber nicht, also da an diesem weißen Ding, da wo die Wand ist. Wo ist denn Terste? Also wenn ich jetzt gegessen werde, dann votet bitte Vivi raus. Also, wo bist du denn? Ich habe tatsächlich auch... Also ich stehe gerade am Stein, da ist auch die zweite Leiche mit einer Bloody-Spur in den Wind.
Okay, ich muss kurz nur was sagen, das bevor ich gewotet werde, weil ich glaube tatsächlich, ich habe die Erklärung, warum Smeggy nicht den Killer nicht gesehen haben, weil es der Jojo ist. Also ich kam auch in Electrical, die Leiche ist schon länger alt, ich kam rein in Electrical, da stand V am Download, da lag die Leiche schon links. Also ich glaube tatsächlich auch nicht, dass Vivi Knechtige gekillt hat. Also jetzt nicht gerade, ist nicht der Bane. Ja, ich hätte dich in den Sass geschmissen, deswegen habe ich gefragt, wo du bist, Terste. Knechte war schon tot, als er an der Lifeline war. Weil ich habe den nämlich gesehen und dann ist der Ding aufgeploppt, mein Report-Button. Vivi, wenn ich sagen würde, ich bin Tracker und habe dich nach der ersten Runde, wo ich dich sus fand, getrackt und sehe, wie du als Jojo rumhüpfst, was wäre deine Antwort? Dass es gelogen ist. Und dass du wahrscheinlich der Jojo bist und es mir in die Schuhe schieben willst. Die erste Hälfte stimmt, ist gelogen, aber ich bin nicht der Jojo. Ah, ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Stimmt nur die zweite Hälfte nicht. Ich glaube, dass tatsächlich der Jojo hier am Werk ist. Und also ich glaube, dass die erste der Jojo ist, bin mir aber nicht sicher, deswegen skippe ich nochmal. Ich glaube, ich habe einfach Vivi gesucht. Hallo, muss ich da jetzt so Leute? Ja, dann schieß auf mich. Teste. Oder wir voten Vivi. Tesse? Nein, ich bin du, wenn du einen Crewmate raushauen willst. Klasse! Natürlich, du sagst immer zu dir Crewmate. Nein, ich bin gut. Ha! Ja? Caruso ist nicht mehr hier. Aber er lebt weiter. Er lebt weiter. He lives on. Ja, keine Ahnung. So, ich bin halt Medic. Ich hab bisher nichts gesehen. Jetzt geht's Licht aus. Ich kann den hier machen. Ich sehe zwei Leute. Oh, jetzt sticht jemand in Vivi rein. Tatsächlich. Okay, jetzt reicht es. Du hast gesehen, dass wir das beide nicht waren. Was ist das denn? Das ist so klasse. Also am Anfang jedes Calls kommt bei Vivi, aber ihr habt gesehen, dass ich nicht war, oder? Nein, Tess und ich standen aufeinander. Das ist so klasse. Und wenn ihr Verbündete seid einfach. Na, Alter, Mann, also, ich hab vorhin gesagt, die ganze Zeit. Irgendwas ist also, ja. Also, Mensch, also das war Bait. Ja. Also, Leute. Nee, Tess also, hat sich getötet. Also, warte mal, wer war auf Camps? Ja, ich weiß. Wer war auf Cam? Ich. Aber Licht war aus. Ich sehe ja nichts. Ehrlich nicht. Bitte komm, jetzt mach kein Späßchen. Okay, ich habe. Na, Licht war aus. Ich sehe nur so grüne Dinger. Pass auf, ich habe, glaube ich, Info. Ja, Vivi, ich habe auch eine Info. Ich bin Medic. Ich habe die geschildete Terse ballert einfach permanent in dich rein. Also wirklich die ganze Zeit. Ja, es war klasse. War einfach Disco-Light gerade. Es war klasse. Aber das ist falsch, Mann. Bitte lass mich am Leben. Also, warum sagt er das denn nicht? Warum sagt er das denn nicht? Ich hab nicht gekillt. Oh mein Gott. Ich hab nicht gekillt. Also, wir müssen jetzt den Killer. Oder du hast mich gewarlockt und über mich gekillt. Nein, ich stand doch da. Wir haben uns doch gerade nach oben bewegt, Terst. Ich hab mich immer hinter dich gestellt, weil ich dachte, wenn jemand kommt und reinstechen will, dann soll auf dich. Aber wo ist denn Dasher gestorben? Also, entweder Klörfaro oder Voldemort müssen jetzt den Killer an Dasher sein. Warum sticht der denn da die ganze Zeit rein als Sheriff? Ist er denn komplett bei der Dasher ist hinter uns gestorben. Ich stand in Vivi drin und habe. Ich habe mich schon gefragt, ob er vielleicht Sheriff ist, aber ich war in Storage und Faro hat das, glaube ich, gesehen, weiß ich nicht. Aber also er war auf jeden Fall in der Mitte. Aber Moment mal. Ben dann hat Vivi über Warlock gekillt. Weißt du, wie ich das glaube? Ich glaube, dass Terste versucht hat, auf Vivi zu spammen und dann ist Dasher dazwischen gelaufen. Nein, er ist nicht gesprungen. Nein, da wäre ich doch gestorben. Ich habe Dasher nicht gesehen. Terste hat diesen Kill nicht gemacht. Einer von euch drei ist es. Bist du sicher? Es war ein Instant. Ja, ich schwöre auf mein Leben. Es war Instant. Da müsste noch fallen. Also ihr müsst es gesehen haben. Wenn ja, aber ich dann reportet. Oh, Scheiße. Ja! Ich hab Klör gewonnen, verdammt! Let's go! Weiß nur, wo du ich laufe in die gleiche Richtung, wo du herkommst. Natürlich bin ich nicht böse, ich hab seit Runde 1 gesagt, dass ich nicht böse. Das killende Medium, ne? Ja. Wer war denn der mit der Bloody-Spur? Das war ich. Also, hörst du auch als Sheriff irgendwann auf das Schild drauf zu ballern? Ja, ich wusste nicht, ob der Kill nicht vielleicht durchgeht wegen Ping. Wegen Ping! Aber das Geräusch hörst du doch, oder? Das war ein Kerl. Ne? Und anstatt irgendeinen Indikator zu geben, dass du gerade ein Schild reinballerst, damit sich der Medic nicht verrät, sagst du einfach gar nichts dazu, Terste. Du musst mir doch irgendwie. Teil mir doch mit, dass ich das nicht calle, damit ich nicht sterbe.
Habe ich nichts gesagt? Irgendwas wollte ich dazu sagen. Nee, du hast gar nichts gesagt. Ist doch klasse. Toll, ja, wer hat denn hinter uns gekillt jetzt eigentlich? War ich? Wolde. Ja, Wolde. Ja, ich wollte das auch konnten wir nicht sehen. Ach Junge, das also, ist ich hatte Klirn, Wolde, das...